Hallo, liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute ein Nationalmannschaftstestspiel. Ungarn gegen England. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Immer wieder erstaunlich, was für eine Stimmung die Fans in so ein Stadion bringen können. Absolut korrekt, Wolf. Und wann merkt man das ganz besonders? Wenn keine da sind. Wir kennen das ja von diesen unsäglichen Geisterspielen vor leeren Rängen. Da leidet dann auch das Spiel drunter. Schalay. Schäfer. Und da verlieren sie den Ball. Mason Mount. Die Engländer jetzt. Und zurück zu Kane. Klasse Pass. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen sie hier in Führung. Genau so hatten sie sich das auch erhofft. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann macht Harry Kane es aus der Mitteldistanz. Da ist er so gefährlich. Ah, da musst du enger dran sein. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ballbesitz verloren. Mason Mount. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Naji. Schäfer. Das gibt hier Abstoß. Harry Kane. Ball jetzt bei Sterling. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Naji. Jetzt wird's gefährlich. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Gut durchgesetzt, gefährlich. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Natürlich eine gute Gelegenheit jetzt. Solche Chancen sollten Sie nutzen. Ecke kommt. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da wäre jetzt Platz. Da ist die Flanke. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Den Ball hat er irgendwie nicht richtig getroffen und lässt diese Chance hier liegen. Super Flanke, aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Mings. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Sie kommen über Harry Kane. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Tor für England.
Den hat er klasse ins untere Eck versenkt, Buschi. Ja, und den wollte er genau dahin haben. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Null steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Roland Salai. Gut gemacht auf der Außenbahn. Kane. Mason Mount. Harry Kane. Kane mit dem Treffer. Ah, das ist schon klasse. Wunderbar, auch von der Technik her. Einer der Besten, überhaupt gar keine Frage. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Salai. Gutes Anspiel. Harry Kane, ganz energisch jetzt. Walker. Declan Rice. Ballverlust hier durch Kane. Das ist natürlich ein guter Pass. Gute Chance. Das macht er stark. Minuten sind rum und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der Schuss ging nach hinten los. Bisher ein gutes Spiel von England, folgerichtig auch die Führung zu Beginn des zweiten Durchgangs. Naji. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt gibt es eine Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Und nochmal Eckball. Jetzt der Eckball. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Erstmal geklärt. Salai. Defensiv machen sie es gut. Fängt diesen Ball ab. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt nutzen. Naji. Macht er ihn. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin. Lässt nichts anbrennen. Jetzt kommt der Wechsel, der verletzte Spieler muss runter. Ach, schade, dass er nicht weitermachen kann. Die Ecke kommt. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Das ist jetzt seine Chance. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Fällt das Tor doch noch. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Ballverlust Harry Kane. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren.
Sie sind heute einfach sehr offensiv stark. Immer wieder tolle Möglichkeiten. Und dann brauchst du eben auch die Coolness, die Cleverness, die Dinger zu machen. Dann hast du so eine Führung. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Schönes Zuspiel. Wichtig, den Ball hat er sicher. Na, zu lang. Da kommt er weit raus und kann klären. Super Aktion. Klasse mitgespielt hier und das wird von Torhütern heute ja auch verlangt. Klasse Pass jetzt. Gute Chance. Die Riesenchance. Und sie verkürzen nochmal. Die Wiederholung nochmal, so ist dieser Treffer entstanden. Erst der schöne Ball. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Stones. Kane ist das. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Da erobert er den Ball. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ball ist wieder weg. Salay. Oğlan Salay. Viel mit Auge. Die Gelegenheit. Da ist das Tor und damit sind sie in dieser Schlussphase fast wieder dran. Eins fehlt noch. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Stones. Den Ball geben sie jetzt nicht mehr her. Klar, das ist frustrierend und das gefällt nicht allen. Die Engländer mit Platz auf dem Flügel. Der Ball geht in Richtung Kane. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Gemacht. Der kann hier verwandeln. So, den Elfmeter sehen wir uns noch mal an. Panenka lässt grüßen. Ich weiß nicht, ob ein Trainer sowas gerne sieht. Am Ende, wer trifft, hat recht. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Salay. Kane verliert den Ball. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Da kommt der Pass. Er spielt den Steilpass.
Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Phil Foden, die Engländer jetzt. Ballverlust England. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie, die Gäste haben also gewonnen. Tja, an diesem knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Es ist gar nicht so leicht, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen. Und zurück zu Kane. Sie machen das Tor, optimaler Start, früh gehen sie hier in Führung, genau so hatten sie sich das auch erhofft. Da ist die Flanke. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Sie kommen über Harry Kane. Jetzt ist er auf und davon macht... Tor für England! Mason Mount. Harry Kane. Kane mit dem Treffer! Ah, das ist schon klasse. Wunderbar, auch von der Technik her. Einer der besten überhaupt. Fängt diesen Ball ab. Gute Chance. Die Riesenchance. Und sie verkürzen nochmal. Roland Salai. Viel mit Auge. Die Gelegenheit. Da ist das Tor und damit sind sie in dieser Schlussphase fast wieder dran. Eins fehlt noch.